Also ich hatte natürlich schon mal einen Streit und ich habe ihn einfach gelöst, indem ich gesagt habe, komm, lassen wir das Thema einfach sein und vertragen wir uns einfach. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Ich hatte einen Streit, aber ja, ich war auch ziemlich traurig, dass wir uns gestritten haben und ich war auch richtig sauer und meine Freundin auch. Ich habe versucht, mich mit dem Freund von mir irgendwie wieder zu vertragen. Also ja, ich habe keine wirkliche Strategie. Ich denke, erstmal ist wichtig, dass man eine Auszeit voneinander braucht, damit man einfach mal darüber nachdenken kann, was, sag ich mal, man falsch gemacht hat oder was eben auch der andere falsch gemacht hat. Man findet sich für eine Woche oder mehr oder weniger nicht so gut und manchmal kann die Freundschaft auch brechen. Ich denke schon, dass man sich online streiten kann, aber es ist noch nicht vorgekommen bei mir. Ich denke, da muss man dann einfach ganz viel tippen. Vielleicht, wenn einer sagt so, du schreibst mir gar nicht mehr so oft oder rufst mich gar nicht mehr so oft an. Und dann der andere sagt immer so, doch, ich ruf dich doch oft an. Und dann entsteht vielleicht ein Streit. Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich mit seinem Streitpartner sehr viel unterhält. Erstmal, es passiert eben dadurch, dass man verschiedener Meinung ist und dadurch, ja auch in kleinen Bereichen, kann es oft sein, dass es dann ein bisschen ausartet. Man schreibt halt Schimpfwörter oder schreibt, man will dich nie wieder sehen, aber dann am nächsten Tag schreibt man ihn wieder, wollen wir zusammen irgendwo hingehen und dann ist man wieder Freund. Man geht halt dazwischen oder wenn man halt in einem Gruppenchat ist, dann kann man auch dazwischen schreiben und so. Man kann auch was ausmachen, zum Beispiel, dass der andere sich vielleicht entschuldigt und der andere, der Freund sich auch und dann sind sie wieder normal. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man einfach wirklich, dass jeder sagt, was falsch gelaufen ist oder was er jetzt blöd fand und wieso er den Streit begonnen hat oder weitergeführt hat. Ja, man kann sich bestimmt wieder vertragen. Zum Beispiel, wenn man sagt, dann machen wir einfach mal feste Uhrzeiten oder feste Tage aus, wann wir uns dann mal schreiben oder telefonieren. Man entschuldigt sich oder schreibt halt gar nichts mehr oder lädt jemanden auf ein Essen ein oder... Ja, man entschuldigt sich einfach, dann ist es gut. Ja, also ich denke, man sollte sich einfach im echten Leben treffen und irgendwas unternehmen. Ich denke, man sollte sich eine dritte neutrale Meinung einholen, die dann wirklich die beiden, die sozusagen der Streitschlichter. Streit gehört zu unserem Alltag. Eltern, Jugendliche und auch Kinder streiten sich. Manchmal geht es um Kleinigkeiten wie das Aufräumen des Zimmers oder das Abräumen des Esstischs. Aber auch ein kleiner Streit kann sich manchmal ganz schön aufbauschen. Wichtig hierbei ist in jedem Fall, wir müssen lernen, wie wir Streitigkeiten konstruktiv lösen können. Auch in der Online-Kommunikation kann es zu Auseinandersetzungen kommen. Das haben Sie vielleicht auch selbst schon einmal erlebt. Manchmal eskalieren Missverständnisse, zum Beispiel in einer Chatnachricht, zu einem Streit, obwohl das gar nicht so gemeint war. Ebenso kann es aber auch zu gezieltem Online-Mobbing kommen, sodass Personen über einen längeren Zeitraum hinweg beleidigt oder bedroht werden. Was ist bei einem Streit online anders als offline? Der Streit kann eine hohe Reichweite haben, weil die Inhalte einfach weitergeschickt werden können. Der Streit ist zeitlich unabhängig und es findet ein Verlust von Schutzräumen statt. Ein Offline-Streit in der Schule ist zu Hause eventuell nicht mehr so präsent, während ein Streit, der zum Beispiel über das Handy ausgetragen wird, zu Hause nicht aufhört, da das Gerät nach wie vor präsent ist. Das kann sehr belastend sein. Deshalb ist wichtig, dass Sie als Eltern Online-Konflikte präventiv zum Thema machen. Nehmen Sie Ihr Kind ernst, begegnen Sie ihm auf Augenhöhe und entwickeln Sie gemeinsam Handlungsstrategien für mögliche Probleme. Wie kann das konkret gehen? Zeigen Sie, dass Sie eine Vertrauensperson für Ihr Kind sind. Es kann mit Ihnen über alles reden. So werden Sie bei anbahnenden Konflikten eher zu Rate gezogen und können helfen. Auch beste Freundinnen oder Vertrauenslehrkräfte können hier eine wichtige Rolle spielen. Ein direktes Gespräch mit allen beteiligten Parteien und den Eltern kann ebenfalls ein Weg zur Lösung sein. Manche Kinder sind sich gar nicht bewusst, dass sie mit dem, was sie posten, jemanden verletzen könnten.
In schwerwiegenden Fällen dokumentieren sie gemeinsam mit ihrem Kind die Angriffe und melden oder blockieren sie entsprechende Nachrichten auf Plattformen wie zum Beispiel WhatsApp oder Instagram. Online-Mobbing kann auch zur Anzeige gebracht werden, denn andere zu bedrohen oder unerlaubt Personenfotos zu veröffentlichen, ist ein Straftatbestand. Suchen Sie hier gemeinsam mit Ihrem Kind nach Unterstützung, zum Beispiel bei psychologischen Beratungsstellen oder der Polizei. Das Projekt Webhelm, Competent Online, unterstützt Sie als Eltern in diesem Tun und gibt hilfreiche Informationen und Anregungen, wie Sie das Thema mit Ihrem Kind angehen können. Weiteres dazu finden Sie im Bereich Konflikte im Netz auf webhelm.de.